nonstop versichert sein. Ja? Weil, stellen Sie mal vor, Sie haben ein Darlehen und das Haus brennt ab, nachdem Sie den Schlüssel bekommen haben und Sie sind nicht versichert. Dann sagt die Bank ja nicht, oh, Sie tun mir leid, wir verzichten jetzt auf unser Geld, sondern die sagen, nee, wir kriegen trotzdem 200.000 Euro von dir und nun sieh mal zu, wie du dein Haus wieder aufgebaut hast. Eigentlich, ja, in der Regel immer die Altversicherung von dem Voreigentümer. Also ich spreche immer vom Haus, bei einer Wohnung ist das eh anders. Ja? Und dann haben Sie nach Eintragung ins Grundbuch, haben Sie dann meine 4 Wochen Kündigungsfrist. Ja, also Sie können sich ganz in Ruhe, nachdem Sie die Schlüssel haben, können Sie dann nochmal rechnen und Vergleichsangebote einholen und sich schlau machen und sagen, Mensch, die Klausel, die brauche ich nicht und die hätte ich doch und was weiß ich. Und dann können Sie ganz entspannt, nachdem Sie ins Grundbuch eingetragen sind, mit diesem Grundbucheintrag an die alte Versicherung schreiben und sagen, herzlichen Dank, war nicht gleich besser und auch nicht schlechter, aber gleicher Standard wie vorher. Also Sie kriegen jetzt ein bisschen vorher, was weiß ich, ein Badezimmer aus den 50ern da drin hatten, dann kriegen Sie jetzt kein Marmorbad, gleicher Standard. Sie kriegen ja auch kein Geld bezahlt, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Ja, das hatten die Bauern, fanden das früher ganz lustig. Das nannte man warme Sanierung. Ne? Die haben dann irgendwie ein bisschen nachgeholfen, dass die Scheune abbrannte und haben dann die Versicherungssumme von der Versicherung kassiert. Und das fiel den Versicherern irgendwann mal so nach 10, 15 Jahren auf und gesagt, Mensch, wieso haben wir bei den Bauern und ne, wieso brennen da so häufig die Scheunen ab? Ne? Und dann haben die gesagt, wir machen das mal anders, denn wir wollen ja nicht die Bauern reich machen, ja, sondern die sollen ja ihre Scheune wieder kriegen. Ne? Also haben die gesagt, alles klar, wir bezahlen den Wiederaufbau der Scheune. Und so ist das bei Wohnhäusern eben auch. Ja, also Sie können jetzt nicht sagen, Haus brennt zufällig ab, ja, waren für 1 Million versichert und Sie kriegen jetzt 1 Million. Nee, Sie kriegen das gleiche Haus eben mit modernen Elektroleitern und so neu wieder aufgebaut.